Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserer wunderschönen Siedlung. Hey, können wir uns mal kurz unterhalten? Ja, sicher. Was gibt's denn? Ist alles in Ordnung? Ja, es ist nichts Schlimmes. Die Sache mit Bobby. Ich meine, dass du sie erledigen solltest. Ich bin nicht stolz darauf, dich damit reingezogen zu haben. Dieser ganze Diktator-Mist ist eigentlich nicht mein Stil. Du und Bobby? Keine große Sache. Sie hat uns beide reingelegt. Auch nicht froh darüber. Du und Bobby? Das mit Bobby scheint dich fertig zu machen. War da was zwischen euch? Nein, sowas nicht. Ich hasse es nur, wenn Leute wie ich ihren Einfluss für so etwas nutzen. Diese Scheiße ist der Grund, warum ich überhaupt Bürgermeister geworden bin. Davor hatte ein Arsch namens Weg ziemlich lang das Sagen in der Stadt. Der war Abschaum. Mhm. Hat uns Gammler wie seine Sparschweine benutzt. Mit seinen Schlägern hat er die Leute auf Linie gehalten. Ab und zu ließ er sie von der Leine, damit sie mal Dampf bei der Bevölkerung ablassen konnten. Super. Leute mit Häusern konnten die Tür absperren. Wir Gammler aber nicht. Eines Nachts hat ein Gammler was zu ihnen gesagt. Sie haben ihn wie eine Dose Cram aufgerissen. Und wir standen alle nur da. Haben nichts gemacht. Das ist ja furchtbar. Keine Hilfe, schwierige Entscheidung. Gebt ihr nicht die Schuld. Feiglinge, na. Es ist eine schwierige Entscheidung. Wenn du dich nämlich mit eingemischt hättest, ne, hätten sie ihm selbst noch fertig gemacht und jeden weiteren, ne? Das hätte richtig, richtig schief ins Auge gehen können. Da kann ich auch gleich mit einer Wand reden. Hey, ich rede da gerade mit Leuten, ne? Gib dir nicht die Schuld. Gib dir nicht die Schuld. Ihr wart halt in der Unterzahl. Wahrscheinlich hätten sie euch auch getötet. Stimmt. Trotzdem war das charakterlos. Ich fühlte mich wie der letzte Dreck. Danach habe ich mich komplett abgeschossen. Auf dem Boden des Old State House kam ich wieder zu mir. Oh. Direkt vor John Hancocks Klamotten. John Hancock, erster amerikanischer Krimineller und Verteidiger des Volks. Vielleicht war ich noch high, aber die Kleidung hat mir gesagt, was ich tun musste. Ich habe den Kasten zerstört, sie angezogen und ein neues Leben begonnen. Als Hancock. Danach wurde ich clean, organisierte mich, überredete Cleo, mir ein bisschen Material zu leihen. Ich stellte einen Gammlertrupp zusammen und ging zum Training in die Ruinen. Wir wollten bereit sein für den nächsten Streifzug von Vicks Leuten. Boah, cool. Kleidung hat gesprochen. Du hast gewonnen. Mit Vic reden. Gewalt führt zu Gewalt. Puh, die Kleidung hat gesprochen. Du hast gewonnen? Mit Vic reden. Ich glaube, das untere. Warum hast du nicht versucht, mit Vic zu reden, statt eine Miliz aufzustellen? Hätte ich auch nur eine Sekunde gedacht, dass das funktioniert, hätte ich es versucht. Mhm. Oder daran gedacht, es zu versuchen. Eines Nachts haben wir uns vorbereitet, ließen Vicks Jungs sich verlaufen. Und sprangen aus den Fenstern und von den Dächern, wo wir uns versteckt hatten. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Wir mussten nicht mal schießen. Aber wir taten es. Verdammt. Das war ein Massaker. Als wir sie erledigt hatten, spazierten wir direkt in Vicks Quartier im State House, legten ihm ein Seil um den Hals und warfen ihn vom Balkon. Da stand ich nun, die Waffe in der Hand mit Hancocks Klamotten. Und schaute die Bewohner von Goodneva an, die sich unten versammelt hatten. Ich musste was sagen. Beim ersten Mal wirkte es gar nicht, als wären das meine Worte. Aus dem Volk. Für das Volk. Meine Antrittsrede. Ich wurde Bürgermeister Hancock von Goodneva. Ich schwor nie wieder nur daneben zu stehen und zuzusehen. Niemals wieder. Cool. Eine coole Geschichte. Warum also gehen? Blutige Vergangenheit. Ganz deiner Meinung. Friedliche Lösung. Puh, warum also gehen? Fragen? Fragen. Du hast hart gekämpft, um Bürgermeister zu werden. Warum willst du gehen? Ich denke nicht lange nach. Wenn mein Instinkt mir was sagt, höre ich zu. Diesmal hat er mir gesagt, ich soll mich dir anschließen. Ist wohl ein guter Instinkt. Ich hoffe, du kommst auch dahin, wo ich war. Ich will niemandem Schaden zufügen, der es nicht verdient hat. Allerdings scheint es mir, als wäre das auch dein Plan. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich genug für heute geplappert. Wollen wir gehen?
Oh, ich mag ihn. Netter Kerl. So, und es regnet schon wieder. Oh, aber es ist ein sanfter, warmer Regen. Oh, schön. Ja, jedenfalls, unsere Häuschen kommen scheinbar bei den Siedlern schon verdammt gut an. Und ich bin auch der Meinung, wir werden gleich weiterbauen. Hier mittig möchte ich da mit dem Wasser auch noch was anstellen. Irgendwie so ein... Ja, ich meine, Springbrunnen können wir nicht bauen, glaube ich. aber irgendwie, dass sie hier das Wasser jedenfalls nutzen können. Dann brauchen sie nicht bis darüber hatschen. Boah, auf alle Fälle werden wir weiterbauen. Solange wir noch Ressourcen haben. Viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich war ja schon sehr, sehr brav am Arbeiten. Also nicht ich, sondern wir. Wir alle. Bedönchen, jawohl. Schau mal, ob sich's hier anklippen lassen täte tut. So quasi als... Ja, na, komm. Ach, wahrscheinlich wegen dem Balkon nicht, ne? Na fest, dann müssen wir was Neues anfangen. Beziehungsweise, ich tue das mal ganz, ganz kurz. Nur ganz kurz, hier hin. Ich will auf derselben Höhe bleiben. Das hört sich wieder super an. Geht das jetzt? Klipse, Klipse. Klips, Klips. Komm schon. Wegen dem Haus nicht, oder wie? Oder hast du überhaupt keinen Bock? So vielleicht? Drehen? Na, komm. Ach komm. Für mich. Nicht? Ah, hier wird's wieder gehen. Ist wurscht, dann nehmen wir's da. Ist egal. Geht's da hinten noch? Nein. Ist wurscht, aber ich muss sowieso ein bisschen... Also wir müssen es ein bisschen versetzen. Ah, jetzt da. Jetzt wird das nehmen. Gut, dann daneben. Nur mal so ganz kurz. Den einen will ich nämlich haben als Anfang, als neuer Anfang. Dann lasse ich hier nämlich ein bisschen frei. Oder wir bauen hier gleich neben, weil hier ist eigentlich eh zu... Gleich hier leicht versetzt das nächste Häuschen. Dann müsste ich hier noch ein Betondingens bauen. Und dann könnte ich den Zaun so quasi um die Ecke machen. Warte, bist du jetzt wohl nicht im Weg? Ich glaube, das geht sich noch aus. Warte. Machen. Ich will da rein. Hallo? Jetzt. Geht das sich noch aus davon? Jaha. Schaut nicht so schlecht aus. Halt, da kommst du nicht weiter. Aber du könntest bitte hier rüber gehen. Mach. Oh, und der Stahl ist aus. Der Stahl ist aus. Macht nichts, wir nehmen den da. Gnädiger Herr, würdest du bitte... Ich brauche hier Platz, schau nicht so doof. Dann machen wir es halt hier hin. Alles andere als hübsch. Ich weiß, aber... Komm her. Ja, so genau soll ich das haben. Oder ich mache hier die nächste Treppe hin und baue das hier ums Eck. Das könnte ich auch tun. Ja. Oder warte. Wenn ich hier direkt das Häuschen angrenzen möchte, dann brauche ich eigentlich... Jawohl, ich... Na, ja, nein, vielleicht... ja, wie jetzt? Ich lasse es zuerst mal hier. Ist wurscht, ich lasse es mal da. Wie gesagt, wir brauchen jetzt eh Stahl. Wir brauchen viel Stahl. Da könnten wir... Wir könnten hier schon noch weiter bauen. Beton haben wir noch genug. Kohle, also Geld müssten wir auch noch haben. Dann können wir mal ganz schnell eine Schnellreise machen. In unser Dörfchen, wo der Händler ist. Weil ich glaube, hier ist kein Händler. Keine Ahnung warum. Aber hier ist einfach kein Händler. Ja, da riecht's, ne? Nein, wieso überlege ich so lang? Das wird einfach gemacht und fertig. Also nach Hause. Bitte ja. Dauert jetzt ein bisschen, Entschuldigung. Jetzt denk mal, jetzt haben wir da ein Häuschen gebaut und wir haben hier nicht einmal ein Viertel des Levels geschafft. Im letzten Part, ne? Also man merkt schon, schön langsam... Das Bauen wird jetzt mühselig, ne? Also in Bezug auf ein Level Up zu erreichen.
Aber das soll uns wurscht sein, weil es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Verteidige Starlight Drive-In. Hey, ich habe mich gerade weggeportet. Grummelmotz. Ja, verteidigen. Super. Händlerin, bist du da? Im Shit wahrscheinlich nicht. Super, das heißt, wir müssen wieder schnell zurück. Habe ich hier noch irgendwas Schrottmäßiges? Schrott, 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 Schrott. Was mir jetzt helfen könnte? Ich glaube hier. Ah, das ist nur Blei. Verflixt. Ach, das dauert jetzt wieder zu lange, ne? Keramik, Holz, Plastik, bla bla. Leder, Gummistoff, Glas, Kupfer. Stahl, nur ganz wenig Stahl. Benzinkanister. Da können wir alle mitnehmen. Holz, Plastik, Säure, Dünger, Glas, noch mehr Holz. Anderes Graffel, noch mehr Graffel. Ah, da wäre zwar schon was. Hier hätten wir viel Blechdosen. Die nehme ich auch alle mit. Säure, Stoff, Glas, Knochen, 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 noch mehr Stahl. Bratpfanne. Ja, okay, so viel Stahl ist es nicht. Knochen, viele Knochen. Ja, ich suchte irgendwie was Größeres, was Besseres. Ja, von mir aus. Die nehmen wir noch mit. Die Töschen nehmen wir mit, auf alle Fälle. Also Drehstabknopf. Ich habe jetzt Treibstoff gelesen. Dachte ich, wie kann Treibstoff jetzt bitte um Himmels Willen Stahl geben? Ah ja, die Einkaufskörbchen. Mhm. Ja, die Eimer, die könnten schon zu schwer sein. Die Federn, Fiberglas. Was hätte man denn noch? Noch irgendwas aus Stahl? Holz wäre halt auch nicht schlecht, ich weiß. Glas, 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 Gold. Gummi, Glas, Holz. Holz, reines Holz. Das nehmen wir mit. Dann nehme ich mal... Oh ja, klar, war so klar. Ich bin überladen. Hancock, ich brauche dich mal schnell. Hey! Was soll ich tun? Bitte, ich flehe dich an. Was ist? Brauchst du was? Ja. Gott sei Dank. Ah, verflixt, du hast ja noch den Beton. Jetzt kann ich mich nicht porten. Entschuldigung, mein Fail. Ja. Mhm. Meiner. Ich musste wieder was wegtun. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Schrott da, Holz. Nur ein bisschen. Ich hoffe, das geht dann. 60 so ungefähr durch mal. Na, 50 müssten reichen. So vielleicht, ja. Ja, natürlich, ich bin ein Trottel. So. 10 gebe ich weg, ne? Warte. 40. Immer noch nicht. Wie viel ist denn das? Also Gewicht 0,2. Okay. Scheibenkleister, da kann ich viel wegtun. Ich kann rechnen halt auch nicht mehr. Und jetzt, ja? Ja, ein bisschen zu viel, aber ist wurscht. Hauptsache, wir können uns schnell porten. Also schnell wieder zurück, weil wir müssen das hier verteidigen. Jupp. Also, die Waffe gezückt und auf geht's. Die ballern uns die Sachen nicht weg. Also, wir haben schon ein paar Häuschen. Ich hoffe, die Leute können sich da gut verstecken und von dort aus recht glas schießen. Auf jeden Fall muss ich dann noch dafür sorgen, dass wir bei dem einen großen Gebäude, dass wir hier vielleicht ein paar dieser Schusswaffen hier verstecken können. So, ihr habt Probleme, ne? Wo sind die Schweine? Das ist ein Siedler. Hallo? Wo sind sie denn? Hallo? Wollt sie mich schälen? Da ist hier keiner. Stand da nicht... immer so einen Hunger. Oh, ich hab einen Herd drin stehen. Kocht euch doch was. Moment, stand da nicht gerade eben, dass das hier angegriffen wird? Mit Preston... Muss ich vielleicht mit Preston zuerst reden? Das könnte nämlich auch sein. Ich lagere mal den gesamten Schrott. Der kommt da rein. Mit Wucht. Waffenmäßig, glaube ich... Passt so, hoffe ich. Häng. Hey! Hm? Gib mir, was klar, du hast. Wirf mal einen Blick rein. Alles nehmen.
Nein, dein Hut. Hey. Dein ja? Hut. Ich vergesse immer deinen Hut. So. Da. So. Und. So. Passt. Und das kommt jetzt auch noch da rein. Den gesamten Schrott lagern. So. Das müsste jetzt mal fürs Erste passen. Aber wie kommen die jetzt drauf, dass die hier angegriffen werden? Es ist nichts. Weit und breit ist nichts. Das ist halt echt mysteriös. Dann bauen wir halt einfach mal weiter, ne? Ich höre auch nichts schießen und so. Voll komisch. Irgendwie. Naja. Dann machen wir halt hier und so. Dann machen wir da mal weiter. Also, einmal. Ja, da können wir schon wieder bauen wie die Weltmeister. Zweimal. Und dann normalerweise ein drittes Mal, wenn es noch geht. Super. Ja. Perfekt. Und eins noch davor, ne? Also, hier. Boah, das ist aber ganz schön hoch. Zweimal. Und dreimal. Macht aber nichts. Und ein viertes Mal. Komm, hier noch. Ja. Macht nichts, dass es hier so hoch ist. Wir haben hier drüben, kommt sowieso eine Leiter her. Also eine Treppe zumindest. Und dann können sie glas hier hochgehen und dann wieder hier in ihre Behausung rein. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir da so ein schönes Holzhäuschen. Ich würde da gerne Beton. Hier gibt es hier eigentlich... Nee, oder? Häuschen gibt es hier nicht, nein. Ein Lagerhaus. Ein Stall. Ein Stall könnte man auch bauen. Eigentlich mal irgendwie Güterwagen. Ja. Schauen, kann man da auch... Also Häusle irgendwas? Nö, oder? Na. Geht da eigentlich auch, wenn man so einen Güterwagen hat? Fungiert das... Könnte das auch als Haus? Nö. Nicht wirklich. Und da auch nicht so recht, oder? Das hat ja nur eine andere Farbe, ne? Jo. Nee, nee. Vergesst, was ich mir gedacht habe. Dann nehmen wir nochmal Holz. Stolz auf Holz. Und ich nehme das kleinere Häuschen. Da hat sicher nicht... Achso, hätte ich jetzt überhaupt auf 3 machen müssen? Wahrscheinlich nicht. Da hätten sicher 2 gereicht. Ja, ich glaube, da hätten 2 gereicht. Ich Blitzbirn. Ist wurscht, ich stelle es mal recht knapp hin. Ich schau mal, wie es so passen würde. Ich stelle es jetzt einfach mal hin. Zack. Das ist ein Ein-Mann-Häuschen. Ja, viel größer ist es auch nicht. Das reicht schon bald eher als Klo. Ach ja, Klo. Wow. Klo könnte man auch mal bauen. Oh mein Gott, ist das klein. Das ist wirklich klein. Ja, wie gesagt, für eine Person soll nicht immer alles gleich ausschauen. So, schön nach hinten. So, vielleicht. Jetzt mal schauen, wie haben wir hier drüben Platz. Oh, ein bisschen schief ist es noch. So, ein bisschen noch so. So, so, so. Na, nicht verrutschen. Oder doch, muss ich verrutschen. So. Und dann könnte man hier so gehen. Mhm. Ja. Es ist total schief. Zuerst einmal so. Das ist schon mal mehr gerade. Und dann noch ein kleines Stückchen zu mir her. Ich glaube so. War nicht verrutschen. So. So. Ja, steht zu mir schon fast drauf. Und hier noch ein bisschen. Ich würde sagen, so hin. Ich glaube, das ist gerade. Und dann nochmal ein kleines Stückchen hier hin. So. Schau mal, bin ich sehr verrutscht? Ich glaube, das geht. Ah, noch immer ein kleines Stück, alter Schwede. Diese Millimeterarbeit, ne? Na, warte, jetzt bin ich wieder verrutscht. So. So mal, ich glaube, so geht's. Und jetzt noch einmal so. So, warte, so. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. So. Dann, da drin natürlich ist alles voll mit Gras. Da
Das macht nichts. Das ist ein Teppich, ja, falls jemand fragt. Dann werden wir auch gleich die Einrichtung starten mit einem hübschen Bettelein. Natürlich bekommt er auch so ein schickes Bett, aber eher hierüber. Und da die Badewanne. Ja. Oder wir tun am Fenster ihm zum Schlafen tun. Dann hat er immer frische Luft. Können wir eigentlich auch machen. Er hat eine warme Bettdecke. Oder sie halt, wer auch immer hier schlafen will. So. Na komm. Ja. 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 Bisschen noch so rauf, würde ich meinen. Na komm schon. Sei ein liebes Bettchen. Perfekt. Supi. Schaut ja echt nicht so schlimm aus. Hey. Gut. Dann ist hier mal ausnahmsweise nicht Raucherhaus. Ja, da rauchen eh die Nachbarn. Können wir, glaube ich, so lassen. Regale, stimmt. Die habe ich auch vergessen zu bauen. Was würde denn eigentlich hübsch ausschauen? Da könnt ihr eigentlich theoretisch wirklich ein Regal haben. Oder halt auch mehrere. Freilich, keine Frage. Naja, übers Bett. Naja, übers Bett. Damit er sich in der Früh schön den Schädel anhauen kann. Nanu? Ich würde sagen, so vielleicht. Aber schaut auch hässlich aus, oder? Hier über die Badewanne dann eher. Und tut er sich beim Aufstehen weh. Oder die Badewanne kommt hier hin. Ja, da machen wir das so. Statt ein Bild kommt dann hier eben, zack, das Regal hin. So. Und dann als nächstes noch die Badewanne. So. Na komm. Badewanne. Ich habe vergessen, was fehlt denn? Oh, Keramik fehlt. Und ich habe vergessen, einen Fernseher zu bauen. Ich Schlauberger. Ist mir auch gerade wieder eingefallen. Den bauen wir aber da in die Ecke rein. So. Ungefähr. Und da wir eben hier jetzt das Regal haben, würde ich sagen, kommt hier drinnen so ein hübscher, warte, jetzt bin ich da verrutscht. So. Kommt da so ein hübscher, gemütlicher Stuhl rein. Da brauche ich so einen tollen, so einen schönen. Ah, sowas wie der da. Oder nehmen wir einen weißen. Weiß hat man, glaube ich, noch nicht. Der ist aber klein. Kann man da wirklich sitzen drin? Also mit einer Bauerrüstung mal sicher nicht. Würde ich sagen. So, na komm. Jetzt muss ich schauen, wo ich noch Keramik herkriege. So. Oh, ich glaube, das geht so. Kann man da klasse. Wie, du hast schon Strom? Wie geht denn das jetzt? Wie kann der jetzt Strom haben? Ist sie gar nicht verbunden? Es ist ein Wunder geschehen. Dem ist tatsächlich ein Licht aufgegangen. Aber trotzdem werde ich hier so ein Dingens draufhauen. Wenn es halt irgendwie geht. So. Ja. So, Verbindibus mit dem da oben. Wenn es geht. Yeah. Weil, wenn wir hier noch was herbauen, und ich denke schon, ja, diese Sachen räume ich dann eben weg, dann möchte ich hier auch irgendwie Strom haben. So. Schläft da jetzt jemand? Tatsächlich. Ja, du hast noch keins, du musst noch warten. Wir brauchen eine Tür. Da. Diesmal bekommst du, ja, weil du ein weißes Dingens hast zum Sitzen, kriegst du auch eine weiße Tür. Halt. Na, komm. So. Yeah. Schön, schön, schön. Dich nehme ich gleich mit und klatsche ich hier hin. Das müsste ja auch passen. Sehr gut. Dann sind wir hier auch schon geschützt. Super. Können die bösen Monster schon kommen, wie sie wollen. Die haben da keine Chance mehr. Wow. Dann wird auch hier nochmal so ein Zaun platziert und hier so rundherum.
wenn ich jetzt nicht noch was anderes baue. Ob da nicht noch ein Haus vielleicht herkommen soll. Aber ich glaube eher, dass ich hier dann schon den Marktplatz vielleicht anfangen möchte. Bin mir noch unschlüssig. Aber auf jeden Fall schaut es ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte auch da vorne dann diese hier wegnehmen. Eigentlich die ganze Reihe rundherum. Dann hat aber echt kaum Platz zum Gehen, ne? Aber das hat streng gesehen der da drüben auch nicht. Nicht wirklich. Wenn ich dann hier so eine Treppe mache. Schau mal, apropos Treppe. Können wir ja auch gleich mal klubschen. Ah, dann nehme ich wieder Holz. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Also die hier habe ich gemeint. Wie würde es denn da ausschauen? Eher schlecht, ne? Ja, der schwebt wieder in der Luft. Das heißt, es müsste wieder sowas sein. Ja. Und am besten hier. So, ja. Da zahlt sich's dann aus. Und hier wieder mit einem hübschen Zaun drumherum. Der müsste hier wieder drinnen sein. Vielleicht mal sowas. Mal ein anderes Modell von dem Zaun. So ein Fetzending vielleicht mal. Oh, so ist gar kein Fetzen. Das ist mit Stahl. Okay. Vielleicht so mal. 1, 2, 3. Und dann wieder reines Holz. Achso, ist ja wieder mit Stahl. Ach so. Warte, da muss ich noch eins machen. So, dann eben noch eins. Katschanga. Und dann wieder. Ach so, falsch. Ist ja wurscht. Ich lasse es mal so ganz kurz. Es schaut eigentlich schon besser aus, wenn man da mehr Platz hat, oder? Puh, ich muss aufpassen. Die Größe ist schon bald erreicht. Sehe ich auch gerade. Die Größe, die wir zum Bauen verwenden dürfen. Weil dann würde ich sagen, mache ich hier noch ein bisschen Beton dazu. Mache hier noch eine Treppe rauf. Also zwei nebeneinander, wenn es passt. Weil das ist eh wieder niedriger. Und mach hier den Marktstand mit einem schönen Zaun. Und die anderen Betten, jetzt haben wir gerade einmal die Hälfte an Betten. Da drüben wäre halt schön noch was zu machen. Ich hoffe halt schon, dass wir da noch einiges bauen dürfen. Zur Not muss ich da drüben eben so ein Sicherheitsding, so wie es da ist, abreißen. Dann haben wir auch wieder Platz. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir hier so einen Marktstand machen. Was mache ich da? Raus hier, das da will ich haben. Das da will ich haben und hier. So, Klipsel, Klipsel. Perfekt. Na, komm. Machen. Dahinter bitte. Ja. Und einmal noch. Jawohl, super. Ich glaube, das dürfte reichen, wenn hier so ein paar Stände sind. Ich glaube, das schaut nicht so schier aus. Und dann hier noch mit einem Zaun drumherum oder vielleicht eine größere Wand. Zur Sicherheit. Ich glaube, das könnte was werden. Und dann können wir noch die Geschütze, die da drüben sind, ein bisschen verteilen. Und dann denke ich, passt das schon. Jo. Dann schauen wir mal. Marktstände. Da müssen wir, glaube ich, hier weg. Ressourcen, Läden. Läden, Verkäufer. Rüstung, Waffen, Gastronomie. Gastronomie, da weiß ich schon, wo das hingehört. Das gehört darüber. Horuk, Horuk, Horuk. Auf alle Fälle darüber. Normal da mitten rein. Aber ich schätze mal, dass ich den Stand hier hinstellen werde. Schauen wir mal, ob der da drin Platz hätte. So. Aber das wird es nicht bringen, wenn ich das so machen würde, ne? Nö, das bringt sie wahrscheinlich eher nichts. Also denke ich mal, dann doch eher so vielleicht. Warte, machen wir zuerst einmal so. Und dann...
Wenn es läuft, würde ich meinen. Also wenn es läuft, ja. So. Ich würde ich probieren, ob das dann. Na, so. Da steht noch. Ah, warte. Da steht noch was vor, aber ob dann. Dann kommt hier keiner mehr rein. Nö, ich glaube, das ist schon gut so. Ich glaube, das ist schon gut so. So. Na, nicht reinhatschen, du Depp. So, geht ja. Ja, bist du beschäftigt? Der tut Essen machen, ne? Das ist ein Farmer. Streng sind, könnte ich auch den einen Stuhl da wegreißen. Und die überhaupt neu bauen. Okay, da bringt nur ein Stall. Das ist dann auch schon wurscht, dann kann er auch schon stehen bleiben. Da drüben gibt's nichts, ne? Nein. Ist hier jemand arbeitssuchend? Ja, ha. Du? Schau, ich habe dann eine tolle Arbeit für dich. Verstehe. Willst du deine Freude damit haben? Hoffe ich mal. Sehr gut, jetzt brauchen die Armen nämlich keinen Hunger mehr leiden. Eine Klinik. Aha. Medizinchen. Puh, wo baut man das hin? Medizin wäre hier vielleicht gar nicht so schlecht. Dann könnte hier der Garten als Kräutergarten funktionieren. Da so unter dem Dach vielleicht. Ach so. Ach so, da gibt es mehrere Varianten. Arzt. Ich habe keinen Arzt. Wahrscheinlich darf ich das dann gar nicht. Moment, einen Moment. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Ja, bist du narrisch? Wie viel Kronkorken brauche ich denn da? Gut, das geht leider noch nicht. Tut mir leid, das geht noch nicht. Kleidung. Das müsste gehen. Kleidung, Fetzenstandel, der kommt darüber. Boah, da gibt es echt schöne. Was ist denn das? Abhängiges Einkommen macht Siedler zufriedener. Okay, ja, da braucht man mehr Geld, damit ich das bauen kann. Puh, Karamente, eine. Das kostet Geld, das muss man halt auch wissen, ne? Ja, wenn ich jetzt so ein Ding herknall, dann bin ich pleite. Aber schaut halt schon super aus, ne? Produziert Freude. Das produziert auch Freude. Dann würde ich sagen, lassen wir es bei dem hier. Es müsste nochmal gehen, wenn ich das so mal herklatsche. Nur mal so. Zum Spaß. So. Vielleicht kann ich da noch einen Stand dazu bauen. Aber zuvor, warte, brauchen wir hier, da, brauchen wir eine Treppe. Habe jetzt noch immer so viel Holz? Jo. Na, warte. Da. Stiege. Da. Wobei die Betonstiege schaut halt schon besser aus. Klipp, klipp, klipp. Dann eher da. Klipp, klipp, klipp. Wie schaut es betonmäßig aus? Warte, ich muss mich kurz drehen. So. Beton ist halt schon schöner. Eine Betontreppe. Die hat halt schon was. So, die klipps mal da an. Ja, das machen wir so. Und dafür gibt es bei Holz, stolz auf Holz. Was ist das eigentlich? Auch ein Balkongelände. Aha, schaut auch wieder anders aus. Ja, machen wir das doch so. Können wir mal ein bisschen... Ist hübscher, ich weiß, aber wieso nicht? Können wir mal ein bisschen wechseln. Finde ich. Was haben wir da? Aha, eine andere Variante. Wie mir scheint. So, 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 so. Kann ich rüber? Jawohl. Dann auch hier natürlich. Das muss ja alles sicher sein hier. Wobei ich schon am Überlegen bin, hier eine Wand zu bauen. Und was bringt sich eigentlich dieses Gerüst hier? Nur, dass man höher steht eigentlich, ne? Wobei, wir könnten da schon
die unsere Schützendinger raufbauen, eigentlich. Schaut das geschießen aus? Da hinten wäre es vielleicht besser, ne? Auf dem Haus. Aber das macht so einen Krawall. Aber andererseits wären dann unsere Leute schon ein bisschen abgesichert. Das wird ihnen vielleicht sogar gefallen. Belassen wir es noch dabei. So wie es da jetzt ist. Passt schon. So. Dann so. 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 Und einmal, glaube ich, geht's noch. Jawohl. So ist schön. Lassen wir es mal so. Wir können die Dinger ja immer noch machen. So, Chuck weg. Jetzt bist du dran. Ich will, dass du ganz da am Rand hingehörst, also hinkommst. So, noch ein Stück, noch ein Stück, Stück, Stück. So, du Stück. So. Wobei, dann können die überhaupt nicht mehr hatschen, ne? Was wäre, wenn ich da so einen hermache, so ums Eck herum, und dann da vorne einen hübschen Tannenbaum nochmal hinstelle? Schauen wir mal, machen wir es so. Dillilim. So. Wie schaut das aus? Ja, hübsch. Das schaut gar hübsch aus. Und können wir noch, darf ich noch einen Laden bauen? Kleidung, Gastronomie, Hammer. Kleidung, Hammer, Waffen, Rüstung, Verkäufer. Was bist du eigentlich? Verkäufer für alles oder Marktstand? Tatsächlich, ich denke mal für alles. Ja, natürlich brauchst du wieder Kronkorken, dass du das Saug raust. Rüstungsstand, dasselbe in grün. Waffenstand wahrscheinlich auch. Boah, Schiwiki. Da hätte ich auch gleich können einen besseren Kleidungsding machen. Gut, es geht sich nichts mehr aus, meine Lieben. Entschuldigung dafür. Ich hätte vorher schauen sollen. Geht es leider nichts mehr aus, bis auf der eine hier. Ich lasse ihn trotzdem mal so, oder? Nein, stell mal gerade hin. Stell mal gerade hin, so wie es sich gehört. So. Passt schon. Oder ich fange da oben an. Das können wir machen. Wir fangen einfach da oben an. So. So. Na komm, nicht so schief. So. Bisschen noch nach so vielleicht. Und. Ja, passt. Da tun wir noch schnell jemanden zuweisen. Ich hoffe, wir haben noch jemanden, den wir das hier beauftragt und betreuen dürfen lassen tun. Gnädiger Herr, wie schaut's mit dir aus? Ja, du bist... Oder Dame? Los, jawohl, los. Jetzt geht's los. Na, das gefällt... Das schaut also... Also mir gefällt's. Das schaut schon nicht so schlecht aus, alles zusammen. So, und hierhin. Jawohl, zugewiesen. Supi. Sehr gut. Wir haben zu wenig Wasser. Richtig, da war ja noch was. Wo sind denn die Ressourcen hier? Wasser. Können wir irgendwas... Ja, das Zeug können wir bauen. Was ist denn das? Also da brauchen wir Wissenschaft, genau. Wissenschaft brauchen wir hier. Wasserpumpe. Ja, was wäre denn super? Also ich für meinen Teil hätte dann schon... Was kann das eigentlich? Wie es ausschaut, kann ich nicht anschauen. Also ich hätte dann schon, weil ich wollte ja das Wasser darin nutzen, ne? Da wollte ich das eigentlich so herbauen, dass man dann hier Glas auf dem Sockel oder so was drunter stellen kann. Höhenverstellbar ist es ja leider nicht, ne? Geht es dann? Wie schaut es denn so aus? Oder zumindest so? So vielleicht. Zack. Klappt das? Ach so, ich muss es ja mit Strom verbinden, ne? Ja, muss ich. Ich bin so ein Schlaufuchs. Dann würde ich meinen, dass wir hier noch einen Masten her platzieren vielleicht. Oder daher. Da so im Eck wäre schön. Schön, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt das Zeug noch dazu. Ressourcenmäßig. Hey. Ich glaube nicht.
Ja, super, ne? Das habe ich wieder toll gemacht. Das habe ich ganz super gemacht. Da habe ich nur so ein kleines Ding. So ein kleines Ding hier. Das wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Irgendwo raufstellen geht wahrscheinlich auch nicht so recht. Ah, das ist jetzt blöd. Wo kriege ich jetzt am besten Kupfer und Dings her? Nochmal zurück. Oh, der Part ist auch zu Ende. Gut. Ich werde schnell porten. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich werde das Teil jetzt damit Strom versorgen. Ich gehe mir noch schnell ein bisschen Kupfer holen, ein bisschen Holz und so ein Graffel. Im nächsten Part werden wir hier derweil einmal nicht weiterbauen. So wie es ausschaut, sind wir eh nicht so schlecht unterwegs. Jo. Und dann denke ich mal, haben die auch ein bisschen mehr Wasser. Allerdings zu wenig zum Essen, sehe ich gerade. Da müssen wir dann auch noch vielleicht ein paar Karotten oder so anpflanzen. Und dann passt das schon, haben sie auch genug zum Futtern. Ja, die Betten fehlen halt auch noch, aber immerhin können schon um die Hälfte der Leute schlafen gehen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Also dann, ihr Lieben, wie gesagt, den Kerl hier versorge ich noch schnell mit Strom. Das dauert ein paar Minütchen. Und im nächsten Part werden wir dann uns wieder in die Wildnis vertschüssen. Oder in den nächsten Dungeon, schauen wir mal. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!